Live aus Wiesbaden, Schoki Banoki Late Night. Heute aus dem 13. Stock von Radio Rheinwelle mit den Moderatoren Christian und Sascha. Hier kommt Schoki Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki mit einer wunderbaren Sendung. Heute hier an diesem tollen, tollen Montagabend. Montag wird ja überall verhasst, aber wir finden Montagabend so richtig knorke. Der Christian ist im Studio. Knorke! Christian ist im Studio und der Tobi von The Morning Pines ist auch im Studio. Der Bassist ist schon alles eingestellt. Hör auf da. So ist besser. Wieso ist es besser? Oh, jetzt. Tobi nicht von allen Richtungen ein Traum. Ja, ne? Hallo, ich bin auch hier. Ja. Also egal. Musst du nämlich hier so machen. So. Wir spielen jetzt Mathe-Rattenschwanz-Battle. Mhm. Ja? Das heißt, ich werde euch eine Aufgabe stellen. Ja? Und ihr müsst so tun, als wenn nach jedem, nach jeder Zahl sozusagen ein Gleichheitszeichen ist. Und es geht immer weiter. Also es wird nicht irgendwie was in Klammern gesetzt und Punkt vor Strichrechnung und so ein Käse. Haben wir nicht. Genau, okay. Keine Punkt vor Strichrechnung. Okay, also, ich verstehe eure Spieler mal nicht, aber es ist okay. Also zum Beispiel, ich sag 1 plus 3 mal 5 minus 7. Ja. So, dann heißt es 1 plus 3 ist... 4, ja. 1 plus 3 ist 4. Ja. Ja, guck mal, das wird dann. Mal 5. Ja, 20. Minus 7. 13. Und die schreibst du dann da drauf. Wenn du es aber so stehen lassen würdest, dann wäre es ja so, dass du Punkt vor Strichrechnung machen müsstest. Ist aber in dem Fall nicht Alter, so. Ich wusste nicht, dass wir beim Telekodex sind hier oder was. Verstehst du? Können wir nicht wieder das Ja-Nein-Spiel spielen? Alter. So, bist du bereit? Nein. Und am Ende müsst ihr die Zahl aufschreiben. Ja. Nur das Ergebnis. Nur das Ergebnis, genau. Also, aber auch so, dass ihr es gegenseitig nicht seht, ist ja klar. Verstehst du, Tobi? Du musst gewinnen. Ja. Also ich habe jetzt schon verloren, aber ist das okay? Also, hört ihr zu oder was? Ich habe 5 Best of 5. 3. 3 musst du gewinnen bei Best of 5. Ja, genau. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Mal 8 Minuten haben wir für das Intro jetzt gebraucht hier. Also. Ja. Ich habe hier ein Problem. Ich muss die Augen zumachen. Nee, ich muss hochfahren. So! Ey, Wahnsinn, was ein Spiel. Und das im Radio, also, oder? Hör zu! Das ist nichts Schlimmes, ja? Hör zu. Okay. Ja? Erste Aufgabe. 5 mal 8 plus 14 minus 21. Entschuldigung, ich hab's versaut. Du hast das Ergebnis gesagt. Nein. Nochmal von vorne. Okay. Ich bin bescheuert, echt. Du hast mich total kirre gemacht mit deinem Scheiß. Also, nochmal von vorne. 5 mal 8 plus 14 minus 121 mal 3. Ich bin schon wirklich auf. Ich hab's doch gar nicht. Was ist denn los? Ich war nur bei minus 100. Was weiß ich? Was? Keine Ahnung. Also, nochmal. Machen wir was Einfaches. Wie, was Einfaches? Das ist Ey, sorry, wir hatten das doch vorhin. Ihr sitzt ein Bassist und ein Radiomoderator. Also wenn man mit euch irgendwas machen will, ist eine Katastrophe. Machen wir eine einfache Aufgabe. Noch eine einfache. Ja. Also gut. 40 ja. geteilt durch 2 mal 3 plus 71 minus 32 plus 365 minus 11. Ist gleich. Ich bin schon raus. Du hast nichts? Was hast du, Christian? 453. 453, jawohl. Mann. Der ist kein Genie, das ist total easy peasy. Also nochmal. Nächste. Warte mal, ich muss erstmal eine Tafel sauber wischen. Ja, mach sie mal sauber. Ich schreibe das nächste Mal irgendwann eine Zahl auf. Bin ich drauf, rotzen. Also. Hast du nicht so mal nach Zahlen oder irgendwie so? Probieren wir nochmal was, okay. Bassistenkacke. Also, pass auf. 85 mal 2. Hä? Nee, nicht mehr. Ich mach einfach weiter. Ich kann euch jedes Mal auf dich warten. 85 mal 2 minus 70 plus 9 plus 13. Entschuldigung. Da kannst du dich konzentrieren, rechnen. Nee, ich hab meine Zahl schon. Minus 27. Ich hab die Zahl zu schnell vergessen. Was hast du, Tobi? Was hast du? 95 und du hast
101, 95 ist richtig. Echt? Ja, 1 zu 1. Wie kann ich denn, wenn ich um 6 zu 1? Best of 5 ist natürlich jetzt Käse, weil die erste Aufgabe den nicht hingekriegt. Ja, okay. Also jetzt steht es 1-1. Steht 1-1. Mhm. So, vierte Aufgabe. Okay. 17 mal 5. Plus 8. Minus 14. Das Ganze mal 2. Plus 15. Ist gleich. Was ist es? 173, sehr wohl. Richtig, alle beide richtig. So. Oh, okay. Jetzt geht's um die Bratwurst. Okay. Hast du mal keinen Lappen dabei? Ja, also echt hier. Du bist schon Lappen genug. Warte. So. Komm, hör auf. Okay. 70 geteilt durch 7 mal 10 minus 90 plus 110 minus 13 ist gleich. Ja. 107 ist die richtige Antwort. Also, es steht 2 zu 2. So, okay. Jetzt springen wir noch mal zur ersten Aufgabe. Oh, das war die erste Aufgabe, Tobi. Die erste Aufgabe. Aber so schlecht zu mir. Ach du, pass auf. Ich habe schon, ich hab schon erreicht, was ich wollte. Ja. So langsam den Dreh raus. Okay. Achtung, die alles entscheidende fünfte Aufgabe. 5 mal 8 plus 14 minus 121. Das Ganze mal 3. Plus 501. Plus 8. Das Ganze geteilt durch 2. Sag mal, ja. Seid ihr nur doof. Ja, genau. Christian, zeig mal in die Kamera, was du da gemalt hast. Ja, so schön. Ja, super. Was, 302? Aber Christian, ich muss dir sagen, du bist näher dran. Ja. 1. 154. Komm, was machen wir jetzt? 2-2, 2-2. Ihr könnt euch gegenseitig irgendwie... Wir sind beides Gewinner, Christian. Ja. Also ihr seid völlige Wohlroller. Ja, das war das Mathe-Rattenschwanz-Battle. Ja, mit den beiden Vollidioten da. Die haben keine Ahnung von dem ganzen Käse. Egal. So. Also wir waren besser, als ich gedacht habe. Ja. Ja, du hast... Was habt ihr jetzt da? Ja. Sascha ist doof. Sascha ist blöd. So, ne? So. Ja, super. Alles genau. Klar. Ja. Okay. So, das war's. Also, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Wir sagen einfach an die Stelle Cheerio, Miss Sophie. Und was man den drücken. Du musst den drücken. Den drücken. Alles so viel klar. Zum Thema doof. Tschüss. Danke. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.